Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin momentan auf meinem Roadtrip in Sizilien und heute nehme ich euch mit. Ich werde wahrscheinlich wieder auf die Fähre zum Festland. Meine Rundreise auf Sizilien direkt ist heute zu Ende. Und ja, mein Auto steht dort. Wie ihr seht, ich bin mit einem Minicamper unterwegs. Und jetzt geht's erstmal eine Runde ins kühle Nass. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen. Heute mal in die andere Richtung, denn da ist das Meer heute. Es geht weiter. Ich hatte das Fährticket ja im Voraus gebucht und darum geht's jetzt ab auf die Fähre. Na dann, tschüss Sizilien, es war mir eine Ehre. Hauptsache, ich finde den Weg wieder zurück. Oh, die ist viel größer. Da ist eine Toilette. Hoffentlich finde ich das Auto wieder. Letztes Mal bin ich mit dieser Fähre gefahren. Ist ja nicht so weit. Aber schaut euch mal diese riesen Berge da oben in Kalabrien an. Oh, wir fahren schon, habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Da hinten, das Weiße, was so aussieht wie Wolken, das ist der Rauch vom Ätna. Der süße Kinderzimmer. Hier geht es ganz schön weit nach unten. Ich probiere es nochmal mit dem Klo. Hier ist so ein Automatenbereich. Sogar ein Laden, kannst du dein Hemd kaufen. Ich glaube, hier bin ich durchgekommen. Ach nee. Ach nee. Ich esse lieber mein Käsebrot. Gehe ich mal wieder runter hier. Hier ist es angenehm kühl drin. Ich habe ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Wenn ihr hinter mir seht, da ist ein See, aber ich stand keine 5 Minuten hier. Da kam dieser Typ hier an mit dem roten Auto. Spricht kein Englisch, spricht kein Deutsch. Jetzt fährt er erstmal los. Ich weiß nicht. Mich in Ruhe lässt hier. Er sagt, mit Händen und Füßen habe ich irgendwie verstanden, das sind seine Kühe, die hier stehen. Auf jeden Fall, es regnet jetzt nicht mehr so doll, hat jetzt gerade gedonnert und gewittert, will ich jetzt mal an diesen See gehen und mir den See anschauen. Und der fährt jetzt da unten. Vielleicht sind es ja wirklich seine Kühe. Oh, die Wolken sehen ja nicht gut aus da hinten. Aber das Plätzchen ist umso schöner. Schaut mal, es ist hier auch nicht warm. Vielleicht 20 Grad in etwa, hat das Autoradio jetzt gezeigt. Und richtig schön. Und vor allem ist das ein Platz mit mobilen Daten. Der See ist echt sehr ausgetrocknet. Da hinten waren auch Stellplätze, aber da ist gar kein Wasser mehr. Das war tatsächlich mal Wasser hier. Der hat also Niedrigwasserstand, oder? Die haben... Da hinten ist so ein Staudamm. Oder die haben was abgelassen. So, ich bin jetzt hier in Sanise. Ja, es gibt nichts zu finden über diesen Ort. 6000 Einwohner, mehr gibt es nicht bei Wikipedia oder sonst wie. Also, die gucken mich ja auch alle an, als wäre ich außerirdisch. Aber ich finde, es sieht interessant aus. Daher gehe ich da jetzt eine Runde durch. Das ist ein Sohn der Stadt, Nicolas Solé. Der hat irgendwie seine Verwandten alle verloren
und ist dann aufgebrochen, um zu studieren. Erst Medizin, dann Jura. Und am Ende hat er in Napoli, also Neapel, gelebt und so weiter und irgendwelche Gedichte und Bücher geschrieben. Und der ist halt der Sohn dieser Stadt. Und hier sieht man mal, wie die Stadt aufgebaut ist. Also die ist so in den Hang gebaut. Schon fantastische Architektur, das gucken wir uns jetzt mal an. Könnte ich nachher meinen Wasserkanister auffüllen? Das kleine Tor zur Stadt. Also, der ist doch nicht die Treppe runtergekommen. Ist der da rückwärts hochgefahren? Ich bin jetzt ganz oben. Ungefähr 400 Meter Höhe. Das ist tatsächlich alles noch bewohnt. Dieses Schloss kann nicht besichtigt werden, da immer noch die Nachkommen darin wohnen. Katholische Kirche aus dem Jahr 1000, 2009 wurde sie rekonstruiert. Ehrlich gesagt ist mir hier irgendwie ein bisschen gruselig. So der ganze Ort und drumherum. Und jetzt laufe ich hier so durch die Altstadt, kommen da zwei Muskelpakete und ein Gendarmerie, also in Uniform. Und ich denke mal, ich höre doch einen Hund hecheln. Die hetzen hier irgendwie durch die Gassen und müssen entweder jemanden suchen oder ich weiß nicht. Jedenfalls mit einem Suchhund rennen die hier hin und her. Also nicht, dass ich hier irgendwie noch in irgendwas reingerate. Ich beobachte das erstmal und ob ich dann hier schlafe, ist die zweite Frage. So, jetzt bin ich hier wieder auf der Main Street, wo ich gerade durchgefahren bin. Ich muss mal gucken, ich habe ein bisschen Hunger, ob ich hier was zu essen bekomme. So, ja, ich habe jetzt einen Kaffee gefunden in der Straße. Muss mal gucken, wo es muss hier irgendwo sein. Na, ich bin schon ganz gespannt, ob das offen hat. Es hat offen, allerdings nicht so die Auswahl wie im Internet, aber immerhin. Okay, man muss das ganze Ding wohl kaufen. Jedenfalls kostet ein sonst 10 Euro. Aber ich habe ja keine Kühlmöglichkeiten, also habe ich die Hälfte bestellt. Mal sehen. Wickelt mir jetzt alles ein hier. Und dann misst mit. Grazie. Ein Geschenkpaket. Schon wieder einer so gruselig an. Ich verstehe immer nicht, warum die mich so ernst gruselig angucken. Ich lächle denn, also die gucken so richtig böse. Ich lächle denn und da würde ich doch zurücklächeln, oder? Aber nee. Oh je, ich finde den Weg nicht mehr. Muss ich erst mal Google fragen. Oh. Ich probiere es nochmal mit meiner Autosuche. Es muss ja irgendwo unten sein. Ich kann euch übrigens diese Tracker empfehlen von Apple. Findest du alles wieder. Sieht aber so schön hier aus. Man findet sogar sein Auto wieder. Also ich habe jetzt beschlossen, der Ort ist mir zu gruselig. Ich habe mir einen neuen Platz gesucht. Hier ist auch der See. Der Platz war wunderschön, aber das ist mir zu gruselig. Wenn der Kuhhirte wieder nachts kommt, ich bin da alleine. Ich habe zwar meine Waffen hier im Auto, aber man muss ja nichts riskieren und immer schön aufs Bauchgefühl hören. Tschüss! Die Farbe von dem See ist ja genial. Und trotzdem tschüss. Also ich kann überhaupt nicht meckern über meine Platzalternative, die ich jetzt gerade gefunden habe. Ach, am Meer ist es doch am schönsten, oder? Was sagt ihr?
Da hinten ist ja sogar ein Strand. Vielleicht kann ich ja nach meinem anstrengenden Fahrtag heute mal hier ein bisschen bleiben. Mensch, hier könnte ich ja sogar ein Feuer machen, aber es ist ja warm genug. Haben sogar schon welche. Ich habe es ja nicht mehr für möglich gehalten, aber es gibt sie tatsächlich, die einsamen Strände in Italien. Schaut doch mal, hier ist nichts. So schön. Hier bleibe ich. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Wer weiß, wohin es mich noch so verschlägt.